Er erinnerte sich daran, wie sie sich bei ihrer ersten Begegnung selbst die Hand verletzt hatte, um sein Blut auf den Teppich zu vertuschen. Chen hatte etwas an sich, das er nicht ganz verstand, das sie dazu brachte, sich aufzuopfern, um anderen zu helfen, oder es wenigstens zu versuchen. »Ich denke, am Anfang hat sie wirklich an den Erfolg der Kundgebung geglaubt«, erklärte Chens Vater. »Und selbst als sie nicht mehr ganz sicher war, musste sie trotzdem hingehen. Sie wollte sie auf keinen Fall absagen.« »Aber warum?« schluchzte Chens Vater. »Wollte sie denn sterben?« »Nein«, sagte Luke. »Sie wollte leben. Sie wollte nicht sterben, sich nicht verstecken, sondern leben.« Immer wieder hallten die Worte durch seinen Kopf. »Sich nicht verstecken, sondern leben. Sich nicht verstecken, sondern leben.« Solange er die Worte festhielt, hatte er das Gefühl, dass Chen da war. Sie war nur kurz hinausgegangen, vielleicht um mehr Kartoffelchips zu holen, und sie würde gleich zurückkommen und ihm einen Vortrag darüber halten, dass sie beide etwas Besseres verdient hatten, als sich ein Leben lang zu verstecken. Fast meinte er, ihre Stimme zu hören. Aber wenn er sie losließ, wenn die Worte auch nur für einen Moment verstummten, war er verloren. Es war, als wirbelte die ganze Erde auf und davon. Er war ganz allein. »Komm zurück, Chen«, wollte er rufen, als könnte sie ihn hören, das Wirbeln beenden und zu ihm kommen. Wie aus weiter Ferne hörte Luke, dass Chens Vater seufzte und sich dann gefasst die Nase schneuzte. »Ich muss dir etwas sagen«, begann er. »Aber...« Luke hob geistesabwesend den Kopf und hörte halbherzig zu. »Als du dich in den Chatroom eingeloggt hast«, fuhr Chens Vater fort, »hast du damit im Hauptquartier der Bevölkerungspolizei einen Alarm ausgelöst. Der Chatroom wird genau überwacht, sie haben ihn nach der Kundgebung entdeckt. Ich konnte, gewisse Dinge über Chen vertuschen, aber deine Nachricht werden sie bis zu unseren Computer zurückverfolgen. Im Augenblick ist die Bevölkerungspolizei etwas im Rückstand, weil sie immer noch Hinweisen über die Kundgebung nachgeht. Also bleiben mir wohl 1-2 Tage, um mir eine einleuchtende Erklärung auszudenken. Aber wenn sie zu sorgfältig nachprüfen, könntest du in Gefahr sein. Mehr als sonst?« fragte Luke sarkastisch. Chens Vater nahm die Frage ernst. »Ja, denn jetzt werden sie gezielt nach dir suchen. Sie werden jedes Haus in der Nachbarschaft durchkämmen und nicht lange brauchen, um dich zu finden.« Luke lief es eiskalt über den Rücken. Also würde er sterben, genau wie Chen. Oder nicht wie sie, denn sie war mutig gestorben. Ihn würde man fangen wie eine Maus in ihrem Loch. »Aber wenn du willst«, fuhr Chens Vater fort, »kann ich dir falsche Papiere besorgen. Du kannst über alle Berge sein, ehe sie überhaupt anfangen, nach dir zu suchen.« »Das werden sie für mich tun?« fragte Luke. »Warum?« »Wegen Chen.« »Und wie?« »Ich habe Verbindungen, weil ich...« Er zögerte. »Ich arbeite für die Bevölkerungspolizei.« Kapitel 28. Luke fing an zu schreien und konnte nicht mehr aufhören. Sein Gehirn schien plötzlich keinerlei Kontrolle mehr darüber zu haben, was sein Körper tat. Er spürte, wie seine Beine aufsprangen und auf Chens Vater losstimmten. Er sah, wie seine eigene Hand nach dem Gewehr griff und es ihm entriss. Er hörte eine Stimme immer wieder. »Nein, nein, nein!« schreien und erkannte sie kaum als seine eigene. »Hör auf«, brüllte Chens Vater. »Hör auf, du Idiot, bevor du uns beide umbringst!« Irgendwie hielt Luke jetzt das Gewehr in der Hand. Chens Vater stürzte sich auf ihn und Luke sah ihn in seinen Geisten auf sich losgehen, wie Chen vor Monaten auf ihn losgegangen war. Aber dieses Mal trat Luke im letzten Moment zur Seite und Chens Vater prallte gegen die Wand. Luke richtete das Gewehr auf ihn und musste sich anstrengen, um es richtig zu halten. Chens Vater drehte sich langsam um. »Du kannst mich erschießen«, sagte er und hob hilflos die Hände. »Vielleicht wäre ich dir sogar dankbar dafür, dass ich Chen dann nicht länger vermissen müsste. Aber es wäre trotzdem falsch. Ich schwöre dir, bei allem, was mir heilig ist, ich schwöre bei Chens Namen, dass ich auf deiner Seite bin.« Chens Vater sah Luke in die Augen und wartete. Luke spürte einen gewissen Stolz in sich aufsteigen, dass er die Oberhand gewonnen hatte, dass er das Recht verdient hatte, zu entscheiden, was als nächstes geschah. Aber woher sollte er wissen, was richtig war? Chens Vater würde doch sicher nicht beim Namen seiner Tochter lügen, oder doch? Luke machte die Augen fest zu. Dann ließ er das Gewehr sinken. »Gut«, sagte Chens Vater und atmete erleichtert aus. Luke ließ zu, dass er näher kam, das Gewehr nahm und es auf den Tisch legte. »Ich wollte es dir gerade erklären«, sagte Chens Vater ein wenig atemlos. Er setzte sich. »Ich arbeite zwar im Hauptquartier der Bevölkerungspolizei, aber ich bin nicht einverstanden mit dem, was sie tun. Ich versuche sie zu sabotieren, wo immer ich kann. Chen hat das auch nie verstanden. Manchmal muss man hinter den feindlichen Linien operieren.« Chens Vater erzählte und erzählte und erzählte. Luke hatte das Gefühl, dass er alles 2 oder 3 Mal erklärte, aber das war in Ordnung, denn sein Gehirn funktionierte so langsam, dass er die Unterstützung gebrauchen konnte. »Kennst du dich in Geschichte aus?« fragte Chens Vater.
Luke versuchte sich zu erinnern, ob es in den Sammlungen seiner Familie oben auf den Dachbändern Geschichtsbücher gab. Zählten Abenteuergeschichten aus früheren Zeiten dazu? Nur, er räusperte sich, nur was ich aus den Büchern weiß, die Jen mir geliehen hat. Welche waren das? Luke deutete auf die Werke im Regal über den Computer. Und ein paar ausgedruckte Artikel aus dem Computer hat sie mir auch gegeben. Jens Vater nickte. Also hast du die Propaganda von beiden Seiten gelesen, aber nicht die Wahrheit. Wie meinen Sie das? Fragte Luke. Die Regierungspublikationen wollen die Leute von einer bestimmten Sache überzeugen. Also helfen sie der Wahrheit ein bisschen auf die Sprünge. Und im Untergrund sind sie auf ihre Art genauso extrem und deuten die Statistiken so, wie es ihnen in den Kram passt. Du weißt also gar nichts. Jen hat gesagt, dass in den Computerausdrucken die Wahrheit steht, verteidigte sich Luke. Schon allein ihren Namen auszusprechen tat weh. Und jetzt war sie tot. Aber wie konnte sie tot sein? Jens Vater wischte seine Bemerkung mit einer Handbewegung fort. Sie hat geglaubt, was sie glauben wollte. Und ich fürchte... Er brach ab und Luke hatte Angst, dass er wieder weinen würde. Dann schluckte der Mann schwer und fuhr fort. Ich fürchte, ich habe sie dabei unterstützt. Ich habe einseitiges Material an sie weitergegeben, weil ich ihr Hoffnung machen wollte, dass das Bevölkerungsgesetz eines Tages aufgehoben wird. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sie... Luke wusste, er würde es nicht aushalten, Jens Vater noch einmal zusammenklappen zu sehen. Und was sollte sie dann wissen? Fragte er. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit, murmelte Jens Vater und griff die beiden Worte auf, als hätte Luke ihm eine Rettungsleine zugeworfen. Er fasste sich schnell. Das weiß niemand genau. Es gibt schon viel zu lange zu viele Lügen. Wir haben eine totalitäre Regierung. Und totalitäre Regierungen mögen die Wahrheit nicht. Für Luke ergab das keinen Sinn. Aber er ließ Jens Vater weiterreden. Weißt du über die Hungersnöte Bescheid? Luke nickte. Vor den Hungersnöten glaubte man in unserem Land an Freiheit, Demokratie und Gleichheit für alle. Dann kamen die Hungersnöte und die Regierung wurde gestürzt. Überall brachen Kämpfe um Nahrungsmittel aus und viele, viele Leute kamen ums Leben. Als General Sherrod an die Macht kam, versprach er den Leuten Recht und Ordnung und Essen für alle. Mehr wollten die Leute damals nicht und mehr bekamen sie auch nicht. Luke kniff die Augen zusammen, so angestrengt versuchte er zu folgen. Dies war schlicht und einfach ein Erwachsenengespräch. Es war sogar noch schlimmer als die Erwachsenengespräche, an die er gewöhnt war. Denn seine Eltern unterhielten sich immer nur über die Getreideente, über Rechnungen und wie wahrscheinlich es war, dass es gegen Ende Mai noch einmal Frost gab. Solche Dinge verstand Luke, aber Regierungen, die gestürzt wurden, Aufstände in den Städten, das war jenseits seines Vorstellungsvermögens. Die Barone schon, warf er ein und bekam sofort einen roten Kopf, weil es so unverschämt klang. Jens Vater lachte. Stimmt. Das hast du richtig bemerkt. Ich weiß, es ist ungerecht und ich bin auch nicht stolz darauf. Aber die Regierungsleute entschieden sich dafür, einer Klasse besonderen Privilegien einzuräumen. Wahrscheinlich hat dich Cem mit Junkfood bekannt gemacht, nicht wahr? Luke nickte. Das ist ein gutes Beispiel. Offiziell ist es verboten. Trotzdem wurde noch nie jemand dafür verhaftet, dass er Barone mit Junkfood versorgt. Eine äußerst praktische Angelegenheit, wenn man bedenkt, dass alle mächtigen Regierungsangestellten Barone sind. Der Zynismus in seinen Worten erinnerte Luke so sehr an Jen, dass er sich fast wieder seiner Trauer hingegeben hätte. Aber er zwang sich, Jens Vater weiter aufmerksam zuzuhören. Die Tatsache, dass alle anderen in Armut leben, rechtfertigt die Regierung damit, dass die Menschen immer dann am fleißigsten sind, wenn sie um ihr Überleben kämpfen müssen, fuhr er fort. Sie sorgen schon dafür, dass die meisten Leute, diejenigen, die kooperieren, über die Runden kommen. Wenn du deine Eltern einmal über andere Farmer hast reden hören, dann weißt du wahrscheinlich, dass heutzutage niemand mehr seinen Hof verliert. Aber es macht auch niemand so viel Gewinn, dass er bequem davon leben kann. Luke dachte an die chronischen Geldsorgen seiner Eltern. War das alles überflüssig? Wurden sie einfach manipuliert? Er fühlte Zorn in sich aufsteigen. Aber auch den unterdrückte er, weil er andere Fragen hatte. Aber selbst die Barone müssen das Bevölkerungsgesetz einhalten, sagte er. Liegt das daran, dass... Er schluckte. Dass es notwendig ist? Gab es zu viele Menschen? Ist es immer noch so? Wahrscheinlich nicht, antwortete Jens Vater. Wenn man die Nahrung gerecht verteilt hätte, wenn die Leute nicht in Panik geraten wären, wenn wir gute Politiker gehabt hätten, die offen zugegeben hätten, dass alle zusammenarbeiten müssen, dann hätten wir die Krise überstehen können, ohne die Rechte der Menschen zu beschneiden. Und heute dürfte es kein Problem sein, wenn sich einige Leute dafür entscheiden, 3 oder 4 Kinder zu haben, solange es andere gibt, die keine wollen. Aber das Bevölkerungsgesetz wurde General Sherwoods liebste Errungenschaft. Deshalb sind nicht einmal die Barone davon ausgeschlossen, weil er damit allen zeigen kann,
Seht nur her, wie viel Macht ich über das Leben meines Volkes habe. Also ist es verkehrt, sagte Luke, der sich bemühte, das Ganze zu verstehen. Das denke ich. Ja, erwiderte Chens Vater. Luke fühlte sich merkwürdig, erleichtert darüber, dass seine Existenz nicht völlig falsch war, sondern nur illegal. Zum ersten Mal seit der Lektüre der Regierungsbücher konnte er diese beiden Gesichtspunkte getrennt betrachten. Vielleicht war das der Grund, warum er zu viel Angst gehabt hatte, zur Kundgebung zu gehen. Hätte er wirklich daran geglaubt, so wie Chen, dann wäre er vielleicht gegangen. Ob er auch getötet worden wäre, wie sie? Das alles war viel zu verwirrend und zu beängstigend, um darüber nachzudenken. Chens Vater sah auf seine Armbanduhr. Ich muss zurück zur Arbeit. Selbst ich kann nicht alles vertuschen. Wenn du willst, besorge ich dir bis morgen Abend falsche Papiere. In der Zwischenzeit würde ich dir raten... Er brach ab. Luke wusste warum. Es war ein Geräusch aus seinen schlimmsten Albträumen. Ein Pochen an der Tür. Und dann der Befehl. Aufmachen, Bevölkerungspolizei!